Moin moin und hallo zu meinem Let's Play zu Bastion Ausgabe 13. Wie beim letzten Mal stehen wir immer noch neben dem Knöchel Gator Ei und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Echo Gators don't much care for their young. That's why there ain't many around. Ein Andenken. Es ist riesig und sehr schwer und sein Inhalt scheint am Leben zu sein. Also wirklich diese Schreibfehler zwischendurch. Egal. Knöchelgatoren galten als ausgestorben, weil es Jahrzehnte dauert, bis ihre Eier ausgebrütet sind und sie daher meist Räubern zum Opfer fielen. Jahrzehnte. Verrückt. Okay. Einfach mal ein Jahrzehnt warten, bis man ein Kind bekommt. Können wir als Menschen mit unseren 9 Monaten noch ganz glücklich sein. Wanna know how to find an Ankle Gator Lair? Oh, es regnet. Dann hat er nicht vorher gesagt, die einzige Möglichkeit, einen Ankle Gator zu besiegen, ist im Regen? Ich glaube ja. Da kommt er. They say if you run across an Ankle Gator, you better keep running. Hui. The shard sitting in plain view. Okay, muss ich vielleicht doch gar nicht gegen das Ding kämpfen? Doch, sieht doch so aus. Schade. Ich hab den Splitter ja. Okay, das habe ich doch keine richtige Variante gefunden. Hier bin ich. Oh, oh. Aber zumindest weitaus weniger harmful. Oh. Ich wollte doch gerade wegspringen, Mist. Als diese komischen Frösche. Wir müssen bloß durchhalten. Ein bisschen langwierige Aufgabe vielleicht, aber wir kriegen das schon gebacken. Natürlich jetzt unfair, dass da weitere Gegner kommen. Sauer. Sauer, was Gutes oder was Schlechtes? Hm, nicht getroffen. Na komm ran, du Krokodil. Ähnliches Wesen. Dass da wieder neue Pflanzen kamen. Oh, das war natürlich nicht gut. Ich hab grad nicht aufgepasst. And now he's made her mad. Nein! 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 So ein Mist! Scheiße! Hoffentlich der Kampf. Rothas Lagoon. That ain't the sort of place you wanna go by choice. Oh nein! Das tut mir leid, Leute. Ich hab's verkackt. Ah, so ein Mist. Das ist wirklich unheimlich ärgerlich jetzt. Alles nochmal. Oh Mann. Das ist, ja. Ich würde sagen, ich kämpfe mich durch bis zum Gegner und besiege den. Und an der Stelle geht es dann weiter. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade hier verkackt habe. Ihr müsst ja nicht alles nochmal miterleben.
Ich mach das, ist auch gut, ne? Ich beende an der Stelle dieses Let's Play und weiter geht's dann im nächsten. Deswegen ist dieses Let's entsprechend recht kurz. Aber das ist dann eben so. Weiter geht's dann, wenn ich dieses Viech da besiegt habe, und dann hören wir uns wieder. Bis dann.